Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde CSGO Overwatch. Mit dabei ist wieder der Joshua. Hallo. Er kann wie immer nur reden, ne? Sobald wir was Neues wissen, was seine Situation angeht, dann bekommt ihr auf jeden Fall Bescheid. Wir sind dran, Leute. Ja, wir sind dran hier. Oh, alles klar, okay, der hat auf jeden Fall Aim an, das kann ich jetzt schon sagen. Aim und Wall, sehr schön, das können wir uns in Ruhe angucken, das heißt, ich kann mich zurücklehnen und wir können ein bisschen quatschen. Und zwar haben wir vorhin nochmal bei Joshua quasi auf der Seite von seinem Schulheim. Nee, wie nennt man das denn? Schulheim? Man ist nicht Schulheim. Studentenwerk geguckt. Wohnheim. Dass man sich angeblich dort auch eigenes Internet machen darf. Scheinbar durch. Durch. Und das wäre ziemlich nice. Also sind wir jetzt dran? Ich habe eine eigene Telefonbuchse in meinem Zimmer. Genau. Wisst ihr, wenn ihr die Rocket League Folge von gestern geguckt habt? Wenn nicht, dann guckt sie euch an. Und das Ding ist halt. Muss halt jetzt mit der Webseite nicht erreichbar läuft. Ja. Der Joshua wird es jetzt abklären. Ich erkläre das mal ein bisschen, weil, ne? Bis der das gesagt hat, ist wieder alles vorbei. Joshua muss das alles abklären, wie das läuft. Ihr bekommt auf jeden Fall Bescheid. Ich hoffe, ihr habt so wenigstens so ein bisschen Spaß hier an Overwatch, weil das Einzige, was ich machen kann, während Joshua dabei ist, wo ich trotzdem ein bisschen reden kann. Für euch ist heute Mittwoch, das heißt, übermorgen kommt FIFA 19 raus. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich werde nur wahrscheinlich selber nichts zu machen, weil Joshua lädt The Journey hoch, damit er auch mal hier, damit ihr auch mal ein bisschen was von ihm habt, ja? Alter, der Typ läuft gegen das Gelände, wie scheiße ist der eigentlich? Mich würde es interessieren, was das für eine Elo ist. Also es fliegen auf jeden Fall Granaten. Nein, der hat ja nicht mehr einen, Alter. Okay, der hat ja übelst einen an, Alter. Aber im No-Scope klappt es nicht, er muss schon scopen. Ich habe nichts gesagt. Ja, also ich denke, hier ist klar, was der anhat, ne? Ich glaube, der spielt komplett legit und ist einfach global. Ich finde, der ist einfach nur gut. Okay, die Leute aus seinem Team lassen sich bannen. Die haben keinen Bock auf ihn. Er spielt jetzt mit einem Typ und drei Bots zusammen, Josh. Das ist schon nice. Ich finde es auch gut, dass du gar nicht mehr redest. Deswegen mache ich das Video mittlerweile quasi einfach alleine. Aber muss ich ja nächster Zeit sowieso. Wie gesagt, es kommen ja auf jeden Fall noch. Wir haben ganz viel CS noch aufgenommen. Also ihr habt locker noch alle Zeit der Welt. Ja. Vielleicht läuft. Wie viel Ding sind wir denn? Keine Ahnung, ich tippe jetzt einfach mal so auf 15 Folgen. Wingman. Also Wingman und Bootcamp zusammen bestimmt 15 Folgen. Und vielleicht läuft bis dahin Joshuas Internet ja wieder. Wir haben auch noch Rocket League zusammen aufgenommen, aber da nur intern. Und Trials haben wir auch noch aufgenommen, also ihr kriegt auf jeden Fall noch einiges an Joshuas Gameplay zu sehen, ja. Und er bringt ja auch FIFA raus und er hat ja auch gesagt, er bringt NBA raus. Nee. Schreibt mal in die Kommentare Hashtag NBA, ja? Bitte. Das wäre echt super. Ach, ich habe fast was vergessen. Kevin, ich hoffe, du guckst das Video bis hierhin. Wenn ja, dann habe ich dich jetzt erwähnt und ich denke, das reicht dann auch. Ich weiß, dass du mein größter Fan bist. Und, ja. Mehr muss ich auch schon wieder nicht sagen. Ich muss sagen, das Overwatch gerade ist ziemlich langweilig. Also ich glaube, so... ich mache viele Overwatch so zwischendurch. Also ein paar halt. Ja. Und... eigentlich ist es ja nur dafür gedacht, dass wir entspannt reden können, ne? Ja, es ist auch echt entspannt zuzugucken, nur irgendwie finde ich es immer interessanter, wenn so der Moment kommt, wo du so überlegst, hat der jetzt an oder nicht? Und der Typ kommt rein, schießt zwischen zwei Leute und gibt perfekt einen Headshot. Also der hat übelst an. Wenn du die Folge dann siehst, der hat Ward und Aman. Also er schießt nur in die Richtung und verlässt sich darauf, dass der Computer den Rest übernimmt. Geil. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen witzig. Aber wenn man so eine Scheiße in der Verbindung hat, schätzt mir erstmal, was daheim los war. Mit ja. 100.000 Euro. Ist so. Aber man kann ja auch nicht angehen, dass in einem fucking Studentenwohnheim so ein schlechtes Internet ist. Ja, vor allem, ich hab halt jetzt, also ich werde halt der Telekom schreiben und denen mein
meine Situation schildern und gucken und sagen, dass mein Vater schon Kunde ist. Und dann halt fragen, ob es irgendwie was Günstiges gibt für Studenten oder ob wir das dann irgendwie übernehmen und dafür irgendwie eine Gutschrift bekommen oder was anderes. Hat der andere auch angehabt aus dem Gegnerteam? Der hat den eben auch durch die Smoke gemacht, ne? Oder ob ich ab beim Auszug irgendwie was anderes machen kann. Hier kommt ja auch so eine Abzocke. Und wenn nicht, dann schreibe ich halt fickt. O2 oder so. Ist mir auch scheißegal. Ja, guck einfach, was geht. Das war's mit der Runde des CSGO Overwatch. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß beim Zugucken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass der Legit gespielt hat, ne? Weil ich bin mir eigentlich fast ziemlich sicher, dass der nicht gehackt hat. Deswegen gebe ich auch hier immer... Say less. Say less. You ain't got, you ain't got, you ain't gon' say less. Yeah.